Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist mal wieder soweit, Leute. Wir haben tatsächlich die 1 Million Blutpunkte erreicht. Und ihr seht, Ash ist sogar schon auf Level 26, Prestige 3 hochgelevelt worden. Also wir haben schon ein bisschen vorbereitet quasi. Und jetzt wollen wir dann auch die restlichen Blutpunkte loswerden. Der Fehler wurde ja behoben, soweit so gut. Und ja, da ist ein 100% Offering. Da unten wäre zwar nochmal... Warte mal, 1, 2, 3. Schade, passt nicht. Da unten nochmal das 100% Offering hätte man natürlich... Dingens, ihr wisst, was ich meine. Den Insta-Heal hätte man natürlich auch gerne nochmal mitnehmen können. Aber sollte in dem Fall lieber dann doch die 100% mitnehmen. Okay, also wir versuchen eigentlich erstmal die auf Level 1 zu nehmen. Solange das zumindest so funktioniert, dass ich da nicht irgendwie mir selber Steine in den Weg stelle. Und es ist echt wieder schnell gegangen, muss ich sagen, dass wir hier Ash auf Prestige 3 hochgepusht haben. Aber wir haben auch wirklich sehr viel SWF während der Streams gespielt in den letzten Wochen. Und dadurch, dass es so viele 100% Offerings gab oder beziehungsweise die Torten halt zum Geburtstagsevent, haben wir halt wirklich so viele Blutpunkte abkassiert, wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe auf Cheryl immer noch über 90, glaube ich. Also das Blutpunkte-Geiern geht auf jeden Fall noch weiter. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe noch eine Herausforderung, die ich mir einsammeln kann. Genau die hier. Die wollte ich schon mal einsammeln. Okay, perfekt. Dann haben wir nochmal hier ein paar zusätzliche Blutpunkte bekommen. Er kann von mir aus gerne da unten starten. Dann können wir hier dicht machen. Er geht hoch, holt sich das da. Und zack, sind wir hier auch einigermaßen günstig durchgekommen. Ach ja, endlich mal wieder 1 Million Blutpunkte. Wenn ich mal überlege, wie viel wir eigentlich gespielt haben, aber wie häufig halt der Fehler gekommen ist und mir einfach die Blutpunkte nicht gut geschrieben wurden, das ist schon bitter, ne? Aber hey, immerhin, jetzt funktioniert es ja wieder. Unten gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Da haben wir den Anführer. Wir müssen jetzt ja sowieso dann eigentlich bald auch erstmal die Blutpunkte bereithalten, denn der PTB war ja schon am Start. Das neue Chapter ist also auch nicht mehr allzu weit. Und dann muss natürlich auch erstmal direkt wieder der neue Killer und natürlich auch der neue Survivor auf Level 40 zumindest für die lehrbaren Fähigkeiten gepusht werden. Ich könnte mir auch vorstellen, der Felix Richter ist ja auch ein Originalcharakter von den Devs. Das bedeutet, dass der wahrscheinlich... Da unten sind noch 25er Offerings. Ja, pass auf, da machen wir es ein bisschen anders. Da machen wir so, er geht dahin. Wir haben uns die andere Fähigkeit, dann habe ich zumindest die ganzen Offerings nochmal bekommen. Also ja, der neue Char wird ja ein nicht lizenzierter Char werden. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Devs sich da wirklich austoben können, was die Skins angeht. Deswegen würde ich sagen, sollten wir den dann auch als nächstes hochleveln. Dass wir uns da dann, wenn wir Ash fertig haben, erstmal nicht um Serena kümmern. Obwohl Serena ist auch ein... ist eigentlich egal. Dann können wir auch Serena erstmal auf Level 30... auf Prestige 3 Level 50, so rum. Nicht auf Prestige 30 Level 5. Das kommt nicht so ganz hin. Ja, aber dann könnten wir sie auch machen. Das nimmt sich dann ja eigentlich nichts. Das heißt, wir könnten uns überlegen, ja, erstmal Ash fertig zu machen, weil der jetzt halt so weit ist. Und dann holen wir uns halt die beiden Originalcharaktere ins Boot. Ja. Das klingt nach einem guten Plan. Und ob wir das dann bis zu dem wiederum nächsten Chapter schaffen, das steht in den Sternen. Es wird ja immer ein längerer Rattenschwanz, ne? Mit jedem Char, den wir fertig gelevelt haben, gibt es ja wieder mehr zu tun, wenn das neue Chapter rauskommt, ne? Wieder ein Charakter mehr, den wir hochleveln müssen. Deswegen, irgendwann wird die Zeit nicht mehr reichen, wahrscheinlich. Irgendwann wird es so sein. Ah, jetzt haben wir hier schon mal... hier ist das erste Mal die Möglichkeit... Warte mal, wir gehen hier lang lieber. Er startet tatsächlich auch unten. Ah, das ist aber nicht gut. Aber er will den... er will die andere Fähigkeit sich nicht holen. Immerhin etwas. Lass uns mal einen Blick hier in die Kiste reinschmeißen. Eine Glühbirne.
und dann holen wir uns die weiße Abwehr noch. Ja, also irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, aber ich glaube, der ist noch in ferner Zukunft. Warte, wir gehen hier hin und dann mache ich mir das auch schon mal safe. Er startet sogar da. What? Ich hätte ihn jetzt starten lassen müssen wahrscheinlich. Oh Leute, 50-50, nice. Oh, heute habe ich aber Schwein. Ey, ich bin hier hingegangen und er startet einfach nicht dort, ey. Das ist aber schon frech vom Entitus. Naja. Kann man wohl nichts machen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das da unten auf Stufe 1. Er geht dorthin, dann gehen wir hier hin. Bleibt uns da nicht so viel über. Aber wir sollten zumindest versuchen, dass wir immer... Ups. Dass wir immer die Dingens fertig machen. Tja, schade. Eins muss ich mir nochmal holen. Dass wir immer die zwei Fähigkeiten holen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, damit wir halt Ash schnellstmöglich noch fertig bekommen. Also, wieder zwei Sachen auf Stufe 1. Gehen wir erstmal hier oben hin. Er geht da lang. Perfekt. Wieder genauso, dass es passt für uns. Hat er sich hier was weggegeiert. Einen grünen Schlüssel. Boah, können wir uns mitnehmen. Ich meine, grüne Schlüssel sind immer ganz nett, wenn man mal irgendwie mit Bindungen spielen möchte. Und nicht extra zusätzlich einen Perk-Slot wegballern möchte. Kann man auf jeden Fall das so hinkriegen. Das gehört mir. Stufe 3 sogar schon. Oh, die Regenbogenkarte hätte ich gerne, auch wenn da ein bisschen was wegfallen würde. Blutpunkte gehen immer. Danke. Man kann nie genug Blutpunkte haben. Obwohl ich ja, muss ich sagen, während oder nach dem Event irgendwann wirklich das Gefühl hatte, shit, ey, wohin eigentlich mit den ganzen Blutpunkten? Ich glaube, ich habe zu viele Blutpunkte. Aber ja, das wird sich auch widerlegen mit der Zeit. Nagelneues Teil. Ja, wie wichtig ist das nagelneue Teil? Mir eigentlich nicht so wichtig. Nagelneue Teil hat auch schon bessere Zeiten hinter sich gehabt. Ich muss mir leider hier mal das Map Offering holen. Dann holen wir uns das hier. Ich meine ganz ehrlich, ein nagelneues Teil ist jetzt inzwischen nicht mehr so krass stark. Und wenn da jetzt so ein bisschen was wegfällt, warum nicht? Ich gehe mal eben hier lang. Mal gucken. Er entscheidet sich natürlich dahin zu gehen. Jetzt könnte es wieder... Nee. Also heute muss ich sagen, ist der Entitus wirklich nett. Da hat er uns bisher noch nicht so wirklich eigentlich was weggeschnappt oder so. Gnade vor Recht walten lassen. Vielleicht meint es heute ja mal wirklich gut mit uns. Ach guck mal, Level 50 sollten wir auf jeden Fall erreichen. Also ja, das wäre dann so der Plan oder der Fahrplan für die Blutpunktevergabe der nächsten Wochen. Also wir werden Ash so weit hochleveln, bis wir dann anfangen, die Millionen halt zu sparen, um im neuen Chapter direkt gewappnet zu sein. Wenn das neue Chapter rauskommt, dann wird wahrscheinlich erstmal der Killer hochgelevelt auf Level 50. Dann, je nachdem, wie viele 100% Offerings ich habe und so weiter, werden wir wahrscheinlich als nächstes... Jetzt startet der schon wieder da. Ich glaube, ich sollte auch mal anfangen vorzubereiten, weil ich kann mich ja nicht immer nur auf mein Glück verlassen eigentlich, oder? Wenn wir dann irgendwann genügend Blutpunkte gehabt haben schon, leveln wir entweder die Survivor oder die Killer. Wahrscheinlich eher die Survivor, weil ich im Stream ja häufig, wie gesagt, auch SWF mit euch zocke aktuell. Und wir ein bisschen mehr Survivor spielen, wäre es cool, erstmal die Survivor fertig zu haben, damit wir halt eben den Randomizer dann auch wieder auf alle Survivor nutzen können. Ich gehe mal hier hin und schicke ihn dann aber hier rüber. Und, ach Mann, du bist doof. Ja, komm, hol dir das Map Offering. Sind wir das doch noch quitt geworden. 93.000. Also dieses Blutnetz hier werden wir auf jeden Fall noch fertig bekommen. Wir holen uns... Habe ich irgendwo irgendwas Interessantes, was ich unbedingt brauche? Nö. Dann gehen wir erstmal hier zu der Fähigkeit auf Stufe 1. Und dann... Ich gehe mal hier unten lang. Na, okay. Dann starte oben. Da kriegen wir sogar nochmal hier die Werkzeugkiste und den ganzen... Das ganze Gedönse hier. Ja, Unterleibsverband nehmen wir auch mit. Und jetzt die ganzen Billigsachen. 37k. Die hauen wir hier noch rein, Leute. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Wow, hier ist ein richtig großer Ast. Das wäre cool, wenn er dort jetzt startet an einem. Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn er hier noch hingeht, fällt aber trotzdem gut was weg. Und dann schicken wir ihn unten hin. Na, der hätte da so schön viel wegnehmen können. Aber da hat er sich dann doch gesträubt.
Das wollte, den Gefallen wollte er mir dann doch nicht tun. Wir haben hier noch ein paar. Können natürlich auch noch versuchen, hier hinzukommen. Zack, zack. Würde ich sogar schaffen, dann holt er sich das Glücksoffering danach. Ja gut, komm, dann lass uns hier einen Cut machen. Dann muss ich mir beim nächsten Mal diese Zange da unten holen. Die ist jetzt zwar nicht ganz so cool, glaube ich, oder? Was macht die eigentlich? Achso, die 15 Sekunden länger, bis sie wieder am Start sind. Boah, ist in Ordnung. Kann man mal machen. Leute, nach langer Zeit mal wieder ein Blutpunkte-Video hier am Start gewesen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir beim nächsten Mal bequatschen könnten, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich auch an die Kanalmitglieder für den Support. Danke an Tossi, Melanie, Packard, Granini und jeden einzelnen von euch. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein!